Mir wünsche euch frohe zweiter Advent. Allgemeine, ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass wir dort im Saarland unterwegs sind. Wir sind nämlich in Bad Münstern am Stein-Ebernburg. Zu Ebernburg steigen wir gleich auch noch hinauf. Dort haben wir euch gleich auch noch verschiedene Bilder zeigen. Und die kleine historische Altstädtscher, das sind nämlich zwei zusammengebatschte Ortsteile von den beiden Orten, die sind echt sehenswert. Auch der Kurpark von Bad Münster am Stein ist echt schön. Viele kleine Cafés, schöne Biergärte, denke ich auch im Sommer. Und werden wir uns später, wenn wir fertig sind mit Wannere, bestimmt noch niederlassen. Dann bis später, ciao. Sarah hat ja schon einiges gesagt. Die linke Hand ist Rotenfels, dann zeige ich euch gleich. Und jetzt viel Spaß beim Gucken. Ciao. Kleine Ort. Und dann wollte ich mich bei dem Morgen abreißen. Ich dachte, das habe ich jetzt gesehen. Also haben wir uns Thank you.
mir haben es geschafft und es war richtig schön. Es war so dermaßen aussichtsreich, dass wir wirklich an jeder Ecke irgendwas anderes gesehen haben und hinter jeder Kurve wieder was Neues entdecken konnte. Also, diese Tour ist nicht nur unheimlich schön und aussichtsreich, sie ist auch noch einfach. Das heißt, selbst Anfänger mit einer guten Grundkondition können die problemlos bewältigen. Sie macht Spaß. Man hat an der Ebernburg und auf dem Bürgerhof, dort waren wir uns eingekehrt, die sind übrigens sehr nett und die Kura auch super, auch Möglichkeiten für Inselkehre. Es ist gut erreichbar mit der Bahn, also man braucht 1,5 Kilometer vom Bahnhof ganz flach, durch den Salinepark zum Beispiel, um halt auch an den Startpunkt zu kommen. Es hat einen schönen Einstieg, es hat einen schönen Ausstieg. Also diese Tour werden wir auf jeden Fall im Herbst nochmal gehen, dass wir nochmal so ein bisschen Facette kriegen, auch von den Weinbergen drumherum. Und letzten Endes war das so gelungener, schöner Wanderer halt. Und wir freuen uns, wenn wir nachher heimkommen und die Tour auch schreiben können für unser Blog dann. So, schöner Tag noch euch. Ciao. Bleibt ja für mich nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, schöne Grüße, Topper, ne? Ja, wenn es euch gefallen hat, dann einfach einen Daumen hoch, auf jeden Fall, wie immer, das wissen wir ja. Ja, ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer dass man schön in die Tour auch hatte, wie es Sarah schon gesagt hat. Und wenn ihr was wissen wollt, wie der Salinepark da in Bad Münster am Stein aussieht, gucken einfach auf den Blog, weil gefilmt habe ich das nicht. Also, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und was ich nicht vergesse, der Hans Erbe ja schon am Anfang gesagt, wir wünschen euch ein schöner 2. Advent. Ne? Ciao! Hannas Geherd, das war ein Unke oder eine Kröte, ich habe es nicht genau gesehen.